Und damit ein herzliches Willkommen, ihr Agenten, zu Let's Play Division nach 1.4, das große Update, das am Dienstag, auf jeden Fall gerade, dem 25. Oktober. Wir zeigen euch jetzt hier kurz, also ich bin hier wieder nicht alleine, bei mir sitzt der Gitter Gartenzwerg auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also in Anführungszeichen, das tue ich jetzt wirklich nur in Anführungszeichen sagen, ist er vielleicht dabei, öfters in Projekten, aber nur in Anführungszeichen. Ja, ich wollte auch nochmal sagen, wie er schon gesagt hat, in Anführungszeichen, deutlich in Anführungszeichen. Ihr müsst euch die wirklich vorstellen, so über dem Bett oder so, keine Ahnung. Ihr müsst euch die wirklich vorstellen, er kriegt wahrscheinlich eine bessere PC wegen dem ganzen YouTube-Kanal. Ja. Kriegt dann wahrscheinlich die bessere und... Ich krieg dann wahrscheinlich, in Anführungszeichen, krieg ich seine PS4 dann. Ja, so das Ganze auf jeden Fall. Gut, dann fangen wir jetzt an mit dem regulären Video. Wir zeigen euch jetzt erstmal, was sich, also, wir machen das in drei Videos wahrscheinlich gesplittet. Wir zeigen euch jetzt erstmal die ganzen neuen Items, die kamen. Ja. Wir gehen durch die Safehäuser und die Händler dann hier in die Basis, die ihr kennt. Und die ganzen neuen, und die zum anderen. Da müsste man die alten Videos noch vergleichen. Da könnt ihr auch dann kurz mal reinschnuppern und dann könnt ihr euch einen Vergleich selber mal machen, wenn ihr wollt. So, dann zeigen wir jetzt erstmal das Inventar, was wir alles haben. Also wir fangen zuerst an mit der Primär-SPS. Die hat sich jetzt beinahe schon auf 300 SPS verbessert. Dann natürlich auch mit der anderen Waffe, die AUG. Die ist jetzt um 181.000 SPS gegangen und die ist bei 157.000. Also ich weiß davon gar nichts, ich habe bis jetzt nur Destiny gespielt, mhm. Also ich kann da jetzt zu nichts sagen, weil ich ja PS3 Zocker bin. Ja. Und natürlich kann ich jetzt nichts sagen, was sich da verändert hat wirklich. Und ja, das ich möchte richtig. Jetzt auch erstmal nur an Aventator sprechen lassen, mhm. Weil ich spiele ja nur Destiny und ja. Ja, das zum Ganzen auf jeden Fall. Gut, dann zeigen wir. Dann fangen wir bei der Zähligkeit auf jeden Fall an. Die hat sich auch ein bisschen verbessert. Die war vor, ich glaube, Update auf 160 oder so. Jetzt hat sie um 218 krass verbessert. Das muss ich auch schon sagen. Und auf jeden Fall seht ihr es auch gleich. Das Endgear ist ab sofort 229. Das ist das komplette Endgear auf jeden Fall. Höher geht das Gear nicht, weil ihr habt es ja selbst gesehen, die Gegner waren schon 36, das haben sie auch runtergepatcht auf jeden Fall. Und das Spiel hat ihnen dann sich keinen Spaß gemacht, das hat man im Statement sogar von gesehen von Division und ja, das wollen sie deshalb auch so machen. Gut, das sieht man auch ja überall, die ganzen Masten auf jeden Fall, obwohl einige Sachen verbessern jetzt in letzter Zeit, wie hier gerade mit Elektroteilen und so, Fertigkeitenstärke, verbessert sich in letzter Zeit schon ziemlich stark, das muss ich auch ganz schön sagen, das haben sie echt gut gemacht auf jeden Fall. Dann natürlich auch noch hier der Rucksack, der ist auch, alle anderen wurden runtergepatcht auf jeden Fall. Also wie gesagt, jetzt für die, die Division spielen. Wie gesagt, es wurde jetzt nichts weggenommen von euch, es wurde nur runtergepatcht auf einen anderen Wert, es wurde euch nichts weggenommen. Ich hatte auch erst Angst, als ich zuerst eingetreten bin in Division, ob was weggenommen wurde. Es wurde nichts weggenommen, es wurde nur runtergepatcht, wenn ihr jetzt irgendwie so ein 255er G erreicht hattet. Das soll ich nur gesagt haben. So, dann Alpha Bridge Rucksack, Firecrest und Todesvieh, das hieß ja sonst Blindset. Jetzt wurde das ein Todesvieh genannt. Ob man den Namen schön findet, muss man selbst entscheiden. Ich finde es natürlich ein bisschen, naja, klingt eher nach Halloween, obwohl wir auch Halloween ja ein bisschen haben. Ja, morgen glaube ich, ne? Ja, morgen offiziell. Ja, und dann gibt es auch noch andere Sachen auf jeden Fall. Das habe ich mal bei einer Kiste gekriegt. Das sieht man ja, man kriegt immer noch einen Stoffteil. Ich habe hier gerade so zerlegt auf jeden Fall. Und das ist ja auch neu, das seht ihr gerade. Ein Vorschaubild kriegt ihr jetzt, wie die Teile unten sehen. Da muss man jetzt eigentlich so ein bisschen rechts gucken. Also links, da sieht man es sonst ganz gut, wie die Vorschaubild ist. Das ist auch was ganz Neues eingefügt wurde. Dann auch mit den Waffen. Sieht man hier auch. Auch ganz gut gemacht. Einige Waffen verbessern sogar auch die hier, die ja die M1A, weiß man ja. Und die History, die war ja früher sonst immer gut runtergehatet. Und die verbessert jetzt einen. Das ist auch schon cool gemacht worden. Also einige Waffen haben sie jetzt verbessert. Auch die Tenbra, ja, die SVD. Und ich glaube sogar die Tenbra, die können wir gleich im Lager nochmal schauen. Verbessert mich auch. Ja, das zum ganzen Inventar auf jeden Fall. Dann gibt es ja auch jetzt Einsatzleistung, wenn ich das jetzt so richtig lese von hier aus gerade. Und dann durch Dark Zone Rang und Underground Rang. Gibt es natürlich auch Schusswaffen und so einen ganzen anderen Scheiß. Und Taschen. Schlüssel und so. Ja. Gut, dann fangen wir jetzt weiter an. Und zwar gehen wir mal zuerst zum ja, Lager. Der Platz ist natürlich bei 70 gewesen, wie vor Update 1.3 genauso. Nur jetzt verbessern ein paar andere Waffen ein. Genauso, ich glaube auch die Tenbra verbessert jetzt ein um 300
15 SPS, 1000 und so, und das ist auch schon krass geworden. Ja, und die suchen Zerstöreinsätze. Das hat auch mit dem, das sieht man ja jetzt ganz kurz, so ein Weltrang gibt es jetzt. Das ist auch ganz neu hinzugefügt, da will ich gleich ein bisschen mehr drauf eingehen. Gut, das zum Ganzen auf jeden Fall. Ja, und die Waffenkiste ist ja immer noch das gleiche. Dann gehen wir zu den Händlern, dann zeige ich euch hier, was bei den Händlern nur noch gekommen ist. Die Liberator, die Valkyrie, die History, die PF45 Serie 1, dann Victory, Kaliber 45 Taktik, SA 56 Militärversion, doppelläufige Schrotflinte, MK17 Polizeiversion und die M60E4 Militärversion. Dann gibt es noch Operator Maske, Autorität des Taktikers, finale Maßnahme, Operator, Haschisch des Stürmers, Ruf der Wache und Rückholerweste, Entschuldigung. Spezialeinsatzpaket, dann Alpha Bridge und den ganzen anderen, wie man sich kennt, Treue des Jägers. Also einige Sets sind geblieben, andere haben sich geändert auf jeden Fall. Ja, wie Todesfee-Holster, das war das Blindset, das hat man ja früher erkannt. Und es gibt jetzt auch was Neues auf jeden Fall zu versiegelte Waffenkisten. Die kann man jetzt auch hier kaufen für 100 Phoenix-Hits. Da kriegt man Sachen wie auch versiegelte Ausstattungssachen, weil wer wusste, war vor 1.3 nicht so viel Ausstattungssachen, konnte man nicht viel kriegen. Und das war halt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Jetzt kann man es ein bisschen schneller kriegen und auch andere, die jetzt 30 werden, können jetzt einfach mitgehen, wenn sie jetzt eine Ausstattungswert haben. Weil man sieht ja Ausstattungswert 29 und so, Objekte, enthält und Ressourcen, kriegt man dann einfach. Keine Sorge, das kommt vor. Gut, dann gehen wir zum nächsten Händler und zwar den Spezial-Blaupausen-Händler. Was Sie sehen, wird Ihnen gefallen. Da sieht man die ganzen Sets noch, die haben sich, wie gesagt, das war früher, glaube ich, mal ein bisschen höher noch, das haben sie aber jetzt so, runtergestuft, weil 129 ist das Endgear, das wird auch so das bleiben, auch für jedes Update, das jetzt noch kommen wird, weil die Updates kommen ja noch wieder, die wurden nur verschoben. Ja, und zum Underground mache ich ein Spezialvideo irgendwann noch. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hoch in die Operationsbasis, die müssen wir auch noch ganz gut kennen. Da sieht man gleich auch eine Erneuerung. Und zwar hier. Ihr wusstet, früher in meinem Video musste man eigentlich, war eine Lampslange Zähne, da lief man so lang. Und das haben sie rausgenommen. Das war auch für viele ja störend, muss ich sagen. So, dann gehen wir jetzt erstmal durch hier wieder durch. Ich bin ja Das eigentlich brauche ich gegen ja eigentlich nicht gewarnt. zeigen, kennt man ja. Was nur neu ist, Moment, das ist Hey, hier. passen Sie auf sich auf, okay? Da geht man hier hoch. Und zwar, der ist weg. Der ist jetzt komplett weg, der ist jetzt nach unten gegangen auf jeden Fall. Hier ist ab sofort kein Spezialsturmzeug für neue Dinge. Das wollte ich nur gesagt haben. Gut. Echt stark, wie sie das LB aus dem Kontrollzentrum. Ja, die lernen das Ganze noch. Also, wie Engels gesagt, haben sie viele nicht haben alle ja auch neuen solche Charakter angefangen. angefangen. Ich habe meinen gelassen auf jeden Fall. Und ja, das im Ganzen. Ja, wie gesagt, was auch noch wegkam, der Ich weiß nicht. Waffenhändler, das ist jetzt auch neu. Ich Das habe habe eine ich mir riesen auch Auswahl. öfters gewünscht, dass die halt endverkaufen. Sonst hatten sie immer nur grün, die ganzen anderen Tries. Und das haben sie auch endlich mal gemacht. Ja, versiegelte Basiskästen. Gibt es ja auch jetzt, da kriegt man dann auch High-End-Sachen Sind Sie raus, auf schöne irgendwas Sachen. gestoßen? Ja, dann gibt es da auch Lila und so. Das wurde jetzt alles rausgenommen. Ich glaube, das ist jetzt nur für die Leute, die 30 sind. Die haben das und die jetzt irgendwie so kleinere haben, so wie 15 oder 20, die haben natürlich grün und so. Ja, da war vorher der Mod-Center, da kann ich mich auch noch gut erinnern. Der ist auch jetzt weggekommen. Ja, die ganzen Karten und so kennt man ja noch. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal. Ach ja, warte, wir haben ja noch einen hier vergessen. Und zwar den Darkzone-Händler. Da gibt es jetzt auch Ein was. Wort genügt und es gehört Und Ihnen. zwar die ganzen Waffen, die wurden jetzt auch. Es lohnt sich auch jetzt mal richtig, die Credits auszugeben dafür, weil jetzt gibt es endlich mal was Besonderes. Weil vor allem Sachen verbessern einen ganz gut, auch für Neulinge. Könnte das gut erfolgreich werden und so. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu einem Safe House. Ja, das muss man leider sagen, irgendwie. Gut, wir gehen zu dem erstmal hoch. Ich werde auch gleich sagen, warum. Ja, das kannst du ja ruhig hier sagen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen sind wir, ja. Okay. Ja, kurze Ladebildschirm, das ist auch neue Hintergrundmusik, das sieht man auch ganz gut. Sie betreten einen sicheren Bereich. Ja, hinter uns Musik, ja. Ich finde auch ein bisschen unnötig, so von meiner Art. Ja. Die besten Preise in New York. Gut, dann gehen wir zu einem Waffenhändler. Wer hier reinkommt, der wird sich jetzt ein bisschen wundern. Es gibt jetzt auch lilane Sachen hier. Ich glaube, das war früher auch, aber sonst war es eigentlich nur grün. Also für Leute, die jetzt. Okay.
Entschuldigung. Auf jeden Fall gibt es dann für Leute, die jetzt, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, 25 sind, haben die grün, die haben noch nicht. Ab Stufe 30 wird das, glaube ich, wieder freigeschaltet, dass ihr dann hier das seht, auf jeden Fall mit den Waffenmännern. Sonst würde ich das in meinem anderen Video zeigen, da würde ich einen anderen Charakter mal nehmen von einem Freund, der ist 7 so im Rang und da kann ich dann zeigen, wie das dann so aussieht für Neulinge. Gut, das zum Ganzen auf jeden Fall mit den Dark Zone Händler. Ja, und was sagst du zum Update auf jeden Fall? Okay. Also, gespaltene Kritik, wie wir immer gerne wissen. Und wie gesagt, wie ihr das Update findet, schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr meint, es hat sich ziemlich stark verbessert oder so. Oder hat sich es überhaupt wieder verschlechtert oder so. Dann könnt ihr euch ja wohl denken, warum die das Update gebracht haben. Ja, ist so. Ich meine, die haben es mal angekündigt, wirklich. Und deswegen hat ihren Update schon ein Jahr vorher von. Nee, nicht ein Jahr, sorry. Ein paar Monate vorher auch schon angekündigt. Auch schon länger angekündigt. Und dann haben die das auch rausgebracht, also deswegen. Und ja. Und jetzt bei Division ist das schon ein bisschen. Ja, ist auf jeden Fall das zum Ganzen. Ja, wie gesagt, ich habe noch gerade kurz was vergessen und zwar das mit dem Weltrang. Das werde ich aber auch in nächsten Videos mehr öfters eingehen. Wenn ihr jetzt die Karte seht, ihr habt einen Weltrang. Da sieht man ja den ersten Weltrang, der ist 0, den findet man zuerst. Wenn man höher ist, geht es dann auf 182, 158. Dann geht es auf 3, den habe ich jetzt gerade momentan und ab 4. Da ist dann das Endgear auf jeden Fall 229 erforderlich. Ja, gut, das auf jeden Fall zum Weltrang und den ganzen Händlern, was neu kam. Es gab ja auch mal einen PTS-Server, da war ich leider nicht dabei. Das war für eine kurze Zeit, da konnte ich mich leider nicht mehr anmelden. Ich zeige euch aber jetzt, wie gesagt, erstmal schön das Update nochmal. Also, wir sind jetzt auf den Händler und sowas eingegangen und den Weltrang. Im nächsten Video erklären wir euch, wie die Waffenbalancing und so ist, mit einem Kampf wahrscheinlich, mit der Nachschublieferung und so. Und auch mit dem Rang da oben, was euch da fragt, was das so alles ist. Ja, mit dem Rang weiß man eigentlich schon so ein bisschen, aber wir gehen da ein bisschen mehr rein in den nächsten Videos. Ja, und das zum Ganzen auf jeden Fall. Da würde ich mal sagen, bis dahin. Euer Abenteuer, LP. Und ganz ja, und ganz ehrlich.